Meine Top und Flop 5 Momente im Jahr 2019. Ein kleiner Rückblick in diesem Video. Ja, es gab natürlich in diesem Jahr jede Menge Top-Momente, Gott sei Dank nicht ganz so viele Flop-Momente, aber das Video soll auch zeigen, es geht immer rauf und runter und das geht uns allen, denke ich, so. Wichtig ist, dass man immer positiv nach vorne schaut und ja, das kann natürlich jetzt nur eine kleine Auswahl sein und ist auch nicht gewertet, aber ich dachte mir, ich suche so jeweils 5 Punkte raus, um das Video auch nicht zu lange zu gestalten. Aber so einen kleinen Rückblick, einen spannenden zu gestalten. Also ein Highlight, ein Top-Punkt war sicherlich die Invest-Messe in Stuttgart. Da werde ich auch dieses Jahr auf jeden Fall wieder sein. Unheimlich tolle Community, viele meiner Freunde wieder getroffen, aus dem Investmentbereich insbesondere, aber wirklich aus der gesamten Community und Freundeskreis haben wir uns hier zusammengefunden in Stuttgart und einige neue Leute kennenlernen dürfen. Mega Sache. Und ich werde euch auch immer, genau, ich mache das so, ich verlinke euch auch immer ein Video. Ich kann da jetzt auch ein Video aus diesen Videos, die dort entstanden sind, verlinken hier an der Stelle. Aber ansonsten werde ich das jetzt einfach so machen, ich gebe euch dann die ganzen Videos jetzt immer in die Beschreibung rein, weil ich habe nur 5 Infokarten maximal, die ich verwenden kann in so einem YouTube-Video. Also in der Beschreibung gebe ich euch dann immer zum Thema jeweils die entsprechenden Links oder Videos dazu. Und ja, ich möchte das möglichst zügig durchgehen, um euch jetzt hier so zum Jahreswechsel nicht zu langweilen. Aber ich denke, es passt einfach ganz gut zum Zeitpunkt, an dem dieses Video jetzt online geht, zum Jahreswechsel. Flop. Wechseln wir es immer ab. Was war der Flop? Der Flop war eigentlich auch gleich in Stuttgart. Ich durfte mit meinem Cabrio nicht mehr in die Stuttgarter Stadt hineinfahren. Es war sehr schön im Jahr zuvor, im Jahr 2018 waren wir gemeinsam mit dem Cabrio, haben wir geiles Wetter gehabt mit dem Cabrio unterwegs in der Stuttgarter Innenstadt. Ein Jahr später, 2019, Dieselfahrverbot und mein gar nicht so altes BMW 1er Cabrio, Baujahr 2008 mit einem Dieselmotor, durfte trotz Partikelfilter und Co. nicht mehr in die Stuttgarter Innenstadt. Das war auf jeden Fall ein Flop, fand ich sehr schade und ich habe dann die Innenstadt einfach ausgelassen in diesem Jahr, aber ja, würde ich jetzt eher als Flop bezeichnen. Und damit kommen wir zum nächsten Top, ich versuche das immer so ein bisschen abzuwechseln. Top war auf jeden Fall insgesamt die gesamte Hauptversammlungs- und Investmentsaison 2019. Nehmen wir ein Beispiel raus. Ich bin ja dann von Stuttgart gleich weiter nach Zürich zum Thomas, guten Freund von mir, kennt den vielleicht auch von YouTube, hat den Kanal Thomas der Sparkoyote. Und da war ich zum Beispiel mit ihm bei der Julius Bär-Generalversammlung. Eindeutig ein Top-Moment und das war auch noch dazu für den Thomas die erste Generalversammlung in seinem Leben, an der er teilgenommen hat. Da habe ich ihn mitgenommen. Er hat gar keine Aktien von Julius Bär gehabt, aber wir haben dann eine Gastkarte findet. So organisiert, hat geklappt und war wirklich eine mega coole Veranstaltung und mega cooler Austausch auch dort. Und allgemein muss ich sagen, die ganze Zeit in Zürich mit Thomas und seiner Freundin, mega Zeit, vielen Dank dafür. War echt toll, auch wenn ich nur am Sofa geschlafen habe. Aber war absolut mega. Wir hatten viel Spaß, zum Beispiel E-Scooter-Fahrten gemacht, haben wir auch ein Video gemacht, wo wir die getestet und verglichen haben, den ES2 und den ES4. Also definitiv ein Highlight, gebe ich euch auch ein paar Videos dazu in die Beschreibung, beziehungsweise auf dem Hauptversammlungsblog. Bei hummel.at/Hauptversammlungen findet ihr auch meine Berichte von den einzelnen Hauptversammlungen, Generalversammlungen, wo ich war in der Saison und die Fotos dann immer im Anschluss im PDF. Ja, also werden auch mit dem Thomas einige dabei sein, waren wir auch zum Beispiel das V3 in der Community, gemeinsam waren einige in Zürich dabei. War eine mega Veranstaltung, wie gesagt, soll ein kurzes Video bleiben, möchte einfach nur die Highlights ansprechen und die Flops ansprechen ein bisschen oder eine Auswahl davon. Und da war sicherlich die allgemeine Generalversammlungssaison, aber auch die Swiss Ree oder die Julius Bär in der Community in Zürich ein eindeutiges Highlight. Damit sind wir auch gleich beim nächsten Flop zur Abwechslung. Auch der war in der Schweiz, nämlich am Heimweg, also am Heimweg, an der Weiterreise von der Nestle-Generalversammlung in Lausanne, wo ich auch versuche, jedes Jahr teilzunehmen, auch einige aus unserer Community getroffen haben. Das passt jetzt eher nochmal zum Top, aber wir sind beim Flop. Das Flop war dann das Heimfahren. Der Flop war dann das Heimfahren, nämlich von der Nestle GV zur Engelberg-Titlis-Bergbahnen AG bin ich weitergefahren. Also das war eigentlich eine Weiterfahrt und auf der Autobahn plötzlich am Genfer See
Meldung am Bordcomputer, Automatikgetriebe, Fehlerstörung. Weiß jetzt nicht mehr auswendig, werde versuchen, ein Foto, wo ich das schnell am Bahnenstreifen fotografiert habe, euch vielleicht an dieser Stelle als B-Roll einzublenden. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, mitten in der Nacht, mitten in der Schweiz, Auto auf dem Bahnenstreifen gestanden, nichts ging mehr, kein Antrieb mehr angenommen, hat automatisch auf Neutral geschalten, man konnte nicht mehr auf D zurückschalten. Dachte mir, was mache ich jetzt? Und wie man es so macht bei Computern und heutigen Autos, habe ich dann halt ein bisschen rumprobiert und wollte erst den Mobilitätsservice praktisch verständigen, und dann wurde ich informiert, dass der genau vorher abgelaufen sei. Also das war eine ziemlich blöde Sache, aber was macht man bei so neueren Autos? Neustart, und es hat dann wieder funktioniert, allerdings nicht sehr zuverlässig, und es war dann wirklich, muss ich sagen, nicht ungefährlich mit dem Auto zu fahren, also wirklich so wenig wie möglich gefahren, und weil es immer wieder dieser Fehler aufgetreten ist. Und wenn man dann irgendwo auf der Autobahn ist und plötzlich nimmt er keinen Antrieb mehr an und kann nur mehr ausrollen, dann ist das natürlich nicht ungefährlich. Ja. Bin dann auch gleich in die Werkstatt bei Luzern, in der BMW-Werkstatt, und die haben also gesagt, das sieht nicht gut aus. Und war also eindeutig ein Flop, würde ich sagen. Und das Auto war dann im Endeffekt wirtschaftlich nicht mehr reparabel, die Reparatur vom Automatikgetriebe hätte also mehr gekostet als der Wert des doch relativ alten Fahrzeuges. Tat mir sehr leid, weil der Einser wirklich ein Liebling von mir war. Damit kommen wir wieder zu einem Top. Wir wechseln ja schon ab. Ein Top-Moment war mein Buchlaunch. Ich habe ein weiteres Buch gelauncht, nämlich die praktische Fahrprüfung erfolgreich bestehen im Frühjahr, und das war für mich natürlich eindeutig ein Highlight, dass dieses Buch jetzt am Markt erhältlich ist. Habe ich auch ein paar Videos dazu gedreht, gebe ich euch auch in die Beschreibung. Besonders findet ihr das Buch natürlich auch auf Amazon oder einfach auf meiner Homepage unter bernhardhummel.at. Wenn ihr dann auf Bücher klickt, findet ihr allgemein alle Bücher, die ich in meinem Leben so geschrieben habe und die derzeit am Markt erhältlich sind. Eindeutig ein Top-Moment und soll vor allem auch wirklich möglichst vielen Leuten helfen, die praktische Fahrprüfung erfolgreich zu bestehen, mit allen Tipps und Tricks und allem, was man so dafür nochmal als Vorbereitung auf den Tag der praktischen Prüfung lernen sollte. Und damit kommen wir zum nächsten Flop. Ein Flop war dann der Flug zur P2P-Konferenz in Riga. Es war mein erster Flug, der wirklich 12 Stunden Verspätung hatte. Die Maschine von der Air Baltic durfte nicht mehr starten, weil sie zu viele technische Mängel hatte am Wiener Flughafen. Und zumindest habe ich das verstanden, bitte jetzt nicht irgendwie da sagen, es war jetzt so oder so, ich weiß es nicht genau, aber irgendwas war da jedenfalls mit dem Flieger. Man konnte nicht mehr starten, wir mussten den Gate wieder verlassen und im Endeffekt dann 12 Stunden Wartezeit. Gut, das ist ja noch gegangen. Ich habe glücklicherweise, das wäre schon wieder so ein Top eigentlich, bei meiner Kreditkarte die Lounges auf der ganzen Welt, die Airport-Lounges, diese VIP-Lounges dabei, kostenlos. Für Leute, die sparsam sind, wie mich, immer eine coole Sache. Das war nicht so schlimm, das Warten, oder das wirklich Ärgerliche daran war auch, dass ich ein Meeting, ein Interview mit Eveta versäumt habe und das einfach nicht mehr nachzuholen war, weil ich die gesamten Aufenthalte in den Baltics in Riga wirklich sehr knapp geplant habe, den Schedule sehr knapp gemacht habe, und damit konnten wir dieses Interview auch nicht nachholen in Riga mit der P2P-Plattform Swapper. Und das hat mich also sehr geärgert und war eindeutig ein Flop-Moment. Habe ich auch einen Vlog dazu gedreht, gebe ich euch in die Beschreibung, wo wir dieses ganze Flugverspätungsdilemma auf Video festgehalten haben. War auch ein guter Freund von mir dabei, der Angelo, mit dem ich da gemeinsam rausgeflogen bin. Und war also eher ein Flop-Moment, muss ich sagen. 12 Stunden Flugverspätung, 12 Stunden am Flughafen in Wien sitzen. Top war dann wieder, damit wir schon abwechseln, die P2P-Konferenz in Riga. Mega tolle Community, freue mich schon unheimlich auch in 2020 auf das nächste Treffen, auf die nächste P2P-Konferenz. Und findet übrigens auch mehrere Infos dazu dann auf meiner Homepage. Und ansonsten sämtliche Vlogs und Interviews, die dort entstanden sind. Das wird jetzt richtig Arbeit, glaube ich, wenn ich das hier mache. Aber egal, bemühe ich mich, gebe ich auch in die Beschreibung in diesem Abschnitt Top Riga P2P-Konferenz. Ja, damit kommen wir zum nächsten Flop, muss ich sagen. Und das ist jetzt wirklich eine Auswahl, wie gesagt. Aber Flop war für mich eigentlich der neue BMW X4, den ich dann statt meinem Cabrio gekauft habe. Ich habe ein wirklich super Angebot, Top BMW Werkstatt und Händler, muss ich sagen, super Angebot bekommen, auch als YouTuber und aus der Branche kommen. Aber das Auto selber
hat mich überhaupt nicht begeistert, muss ich sagen. Ja, ich habe mir von dem BMW X4, der eigentlich ein Luxuswagen ist, relativ viel erwartet. Und im Endeffekt, Automatikgetriebe war für mich also von den Schaltverzögerungen her sehr lahm, Beschleunigung, Bordcomputer nicht so. Und es war allgemein auch nicht so ganz das, was ich mir erwartet habe. Es war mir einfach ein bisschen zu träge, zu unsportlich und so. Ja, war dann eher ein Flop, aber damit kommen wir schon wieder zum Top. Denn Top war dann, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich mache das nicht mehr weiter, das Auto ist nicht ganz das, was ich will. Hätte ich vielleicht vorher auch mehr Probe fahren sollen. Ich kaufe mir jetzt einen Tesla. Da haben mich viele Freunde überzeugt, zum Beispiel der Thomas, ein anderer Thomas, ja, der Thomas Schönenberger aus, zum Beispiel der Thomas aus Wiel, ein Freund von mir, mit dem ich die Probefahrt gemacht habe mit seinem Tesla. Und das hat mich so überzeugt und dann war eindeutig ein Top-Moment die Übernahme von meinem neuen Tesla Model 3 Performance. Und am selben Tag noch der Flug mit dem Alex nach Spanien und der gesamte Spanien-Trip als solches und all die Interviews und die Leute, die ich da im Investmentbereich wieder treffen durfte, war eindeutig auch schon der fünfte, wir sind schon mal fünf, okay, mehr geht nicht mehr, ich habe gesagt fünf. Also der fünfte Top-Moment in meiner Auswahl, eindeutig die Tesla Model 3 Performance-Übernahme und die direkt am selben Tag anschließende Reise durch Spanien mit dem Alex, war mega cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und an der Südküste entlang und die vielen tollen Leute und interessanten Interviews, die wir führen durften, die schöne Gegend. War echt mega, muss ich nochmal machen. Marbella war ich sicher auch nicht zum letzten Mal. Wir sind da von Barcelona bis nach Marbella mit dem Auto gefahren. Das war echt top und wer aufmerksam zugehört hat, ein Flop fehlt noch. Ich habe gesagt, ich versuche es ausgeglichen zu machen und auch das Video vielleicht irgendwie spannender zu machen. Und Flop war auf jeden Fall, dass ich auf dieser Reise die Grippe bekommen habe. Ja? Und zwar so richtig, mit hohem Fieber und so richtig hat es mich da erwischt. Aber Gott sei Dank war der Alex dabei und hat mich super unterstützt und wir haben super ausgeglichen und dann die Interviews übernommen. Aber es war schon eher ein Flop, dass während er das spannende Bondora-Interview gemacht hat mit Pedro, auf das ich mich auch gefreut habe, ich dann im Spital war, habe ich auch einen Vlog gedreht. Spital in Alicante in Spanien. Spital war gut. Hilfe war super, aber allgemein, dass ich da krank war, das war eher ein Flop. Ja, das waren meine Top 5 und Flop 5 Momente im Jahr 2019. Wie gesagt, eine Auswahl und es ist mir sehr schwer gefallen, weil es ist überhaupt keine Wertigkeit und ich habe auch einige Punkte, die mir gleich viel wert sind, sicherlich jetzt nicht nennen können. Sei es jetzt der Videodreh mit der Lisa, die ganzen Videos zur Führerscheinausbildung in Deutschland und viele, viele andere Dinge, die auch für mich noch, mein erster Roadtrip mit dem Tesla, lauter solche Dinge, da waren viele andere Top-Momente noch dabei und auch ein paar andere Flop-Momente, wie zum Beispiel, dass ich mir zwei Felgen von meinem Tesla schon zerstört habe, wie ich das geschafft habe, keine Ahnung. Also ihr seht, es geht für jeden, oder die Steinschläge am Tesla, das war auch ein Flop-Moment eher bei der ersten Roadtrip-Fahrt gleich. Naja, wie auch immer, ihr seht, da könnte man noch ewig weiterreden, aber das tun wir nicht, sondern insgesamt muss ich auf jeden Fall sagen, 2019 war ein mega Jahr, für das ich sehr, sehr dankbar bin, für die vielen, vielen Menschen, mit denen ich mich online austauschen konnte, mit denen ich mich offline austauschen konnte, die vielen Freunde, die ich getroffen habe, die ich auch neue kennenlernen durfte. War einfach ein tolles Jahr und vieles wurde auch sozusagen in Richtung 2020 schon ausgerichtet, viele Weichen gestellt, viele Systeme habe ich auch optimiert und entwickelt im Investmentbereich, in meinen sonstigen Tätigkeitsfeldern. Also, da schauen wir auf jeden Fall mal positiv nach vorne und jetzt interessiert mich aber insbesondere, was waren deine Top- und Flop-Momente 2019? Schreib es mir in die Kommentare und ich wünsche uns allen von ganzem Herzen ein frohes neues Jahr und viel Erfolg, Gesundheit und dass es positiv in die Zukunft geht. Und besonders würde es mich freuen, wenn wir gemeinsam in die Zukunft schauen und du dafür den Kanal auch abonnierst, falls du es noch nicht getan hast und die Glocke drückst, damit du auch kein Video von mir verpasst und wir uns auch in Zukunft weiter austauschen können. Alles Liebe und alles Gute. Bis bald.